Und weiter geht's mit einer weiteren Folge Minecraft Rise. Jetzt muss ich hier oben nochmal ein Loch reinmachen. Und alle Monster, die bis jetzt hierin gespawnt sind, wegmachen. Komm schon weg. Gut. Uah, noch mehr. Und ein Creeper. Das ist nicht schön. Uah. Zumindest hat der Bogenschütze nicht drauf geschossen. Das hätte mir jetzt noch gefehlt. Okay, dann kommt mir das alles nach oben. Dann brauche ich das Zeug und das hier. Die Truhe erstmal noch in die Mitte. Jetzt hat das oben drauf. Mit Ausgang nach unten. Den mache ich auch gleich nach unten. Weil das wird irgendwann dann durch Conduits noch ersetzt. Das ist jetzt bloß mal zum Test, aber normalerweise sollte es funktionieren. Dann kann ich wieder rausfliegen. Dann starten wir das Ganze mal und warten einfach, wie lange es dauert, bis die ersten Monster kommen. Normalerweise sollten sie dann zumindest in den oberen Stockwerken spawnen. Selbst wenn ich hier stehe. Ja. Da sind schon die ersten, die sterben auf den Spikes. Durch die, damit da ich Diamant-Spikes genommen habe, entsteht auch XP. Und die wird dann genau wie die, der Loot eingesammelt und in die Kiste, beziehungsweise die XP nicht, die bleibt momentan noch drin, aber die kann dann später noch abgepumpt werden in irgendwelche Tanks. Somit funktioniert das als XP-Farm und Lootform gleichzeitig. Obwohl sie jetzt halt nicht so effizient ist, wie sie eigentlich sein sollte. Da passt alles. Wieso hat er hier jetzt den Bereich nicht gemacht? Der passt wieder. Der passt auch zum großen Teil bis auf da drüben. Das ist irgendwie seltsam. Und wieso? Mal hier oben so eine ganze Schicht drauf. Vielleicht liegt es daran, dass die Facades oder so nicht komplett dicht sind. Aber dann dürfte es ja nirgends funktionieren, weil die habe ich auch immer überall hinten drin. Na, da ist immer noch nichts. Komisch. Das letzte Mal, als ich die Monsterfarm gebaut habe, war sie extrem effizient und hat auch funktioniert. Ja, ich glaube, ich stelle jetzt einfach mal ein Ding her, einen Chunkloader. Beziehungsweise einen Dimensional Anchor heißt er, glaube ich, in dem Fall. Gold habe ich hier. Dimensional Anchor. Platziere den jetzt hier. Sag einfach mal 3x3 sollte reichen. Okay. Also ab und zu spawnt was drin. Und dann schaue ich einfach mal irgendwie in der nächsten Aufnahme oder so, ob da bis dahin vielleicht die Truhe sogar voll ist. Dann können wir jetzt hier mal alles wegräumen, was ich nicht brauche momentan. Das, 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 das und das. Der Rest landet da drin. Okay. Achso, das ist das Bett. Jetzt habe ich mir schon gedacht, was ist denn da? Aber auf der Minimap ist da auf einmal so was Rotes gewesen. Ich habe nicht gewusst, woher. Also mir gefällt das doch. Das ist nicht schlecht geworden. War auch eine Haufen Arbeit, das so hinzubekommen. Jetzt muss ich mir bloß noch für die Mitte was überlegen, wie ich das mache. Entweder, also halt komplett geschlossen oder wie so eine Art Plattform oben, von wo man, so eine Aussichtsplattform, wo man halt dann rundherum gehen und sich umschauen kann. Da muss ich mir noch was überlegen, wie ich das dann mache. Hey.
Ich glaube, ich schaue jetzt halt nochmal, weil sonst ist die Folge so extrem kurz. So, also ich schlafe erst noch eine Runde. Und könnte auch sein, dass die jetzt halt nicht so effektiv ist, weil sie ja drunter und überall noch Höhlen sind. Das könnte auch der Grund sein. Schalten wir das Ganze mal wieder aus. Fliegen nach oben und schauen uns mal die Truhe an, wie viel da jetzt halt drin ist. Sollte ja rein theoretisch etwas sein. Da kann ich jetzt nicht auf die Truhe zugreifen. Dann machen wir es ganz anders. Kann ich da von unten ran? Da ist überall Wasser. Muss ich von hier? Ja, jetzt ist ein Zombie drin. Wo ich es ausgeschalten habe. Naja. So viele Sätze hat noch nicht gelandet. Ich glaube, da werde ich einfach offscreen noch mal ein paar weitere Stockwerke oben drauf setzen. Jetzt müsste gleich der Zombie fallen. Ja, da war er. Da ist er. Jetzt ist er weg. Da werde ich noch mal ein paar Stockwerke draufsetzen. Weil irgendwo in irgendeinem Modpack habe ich da mal, ich glaube, 20 Stockwerke aufeinander gehabt. Da bin ich hier gestanden, das ist bloß noch runtergefallen, wie wenn es regnen würde. Okay. Gut. Das war's dann wieder mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal.